Ernsthaft. Zlatkovic verliert dann glatt in zwei Sätzen gegen Mirjamalov. Der verliert gegen Jack Sock und im Finale Kokkinakis, einer der australischen Vollidioten, der auch Werte hat. Bei Kokkinakis kann ich es noch verstehen. Das ist ein talentierter Spieler, den kennt man auch. Aber dass hier jeder inzwischen schon so brutal gut drauf ist. Und jetzt spielen wir gegen Bernard Tomic in der ersten Runde. Ja, Bernard Tomic, den hauen wir weg. Der kann nichts. Sehen wir hier schon. Vorhand ist relativ schwach. Die Härte 91%. Ich dachte gerade, die Härte der Vorhand ist nicht so hoch. Aber ist ja auch nicht schlimm. Konsequenz ist schwach. Also wir spielen auf jeden Fall mehr in die Vorhand. Und dann sind wir auch schon wieder in Memphis angekommen. Jetzt wollte ich eigentlich mal so ein bisschen den Überblick machen, bin da drüber hinweggesprungen. Wir machen aber einfach mal weiter. Wir gehen rein nach Memphis. Erste Runde, da sind wir nicht gesetzt. Zweite Runde, Taylor Fritz oder Ryan Harrison wäre doch auch ganz cool. Und unser Freund Vasek Pospisil, der könnte uns auch noch über den Weg laufen. Also zweite Runde gegen, nee, zweite Runde, erste Runde gegen Bernard Tomic in Memphis gibt es dann in der nächsten Folge beim Tennis Album Manager. Und damit begrüße ich euch zurück zum Tennis Album Manager. Tommy Haas gegen Bernard Tomic, erste Runde in Memphis. Ja, das hat jetzt eben nicht so richtig gut funktioniert in der letzten Folge. Leider in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Zlatkovic. So, Mut zu surfen, Volley, stellen wir mal runter. Das brauchen wir nicht. Ansonsten gehen wir natürlich wieder leicht aggressiv rein. Netzangriffsbereitschaft stellen wir zurück. Wir spielen häufig zur Vorhand. Die ist nämlich wirklich schwach. Vielleicht nicht so häufig. Und spielen schön dicht an die Linien ran, aber erstmal noch nicht so sehr. So, da müsste das eigentlich erstmal passen. Aufschlag kann Tommy auswählen, wie er lustig ist. Also Tommy Haas gegen Bernard Tomic. Beginnt mit einem Ass. So kann man das machen. 15 Love. Ja, also Bernard 13 Tomic sehen wir Love. gleich schon. Obwohl er die Nummer 10 der Welt ist, hat er bei weitem nicht so starke Werte wie die Nummer 135 der Welt. Und es ärgert mich gerade echt. Bin echt gerade am Überlegen, ob wir das Spiel überhaupt weiterspielen sollen. 13 Love. Weil so schön das dann irgendwann ausschaut, ist es halt trotzdem ätzend, gegen die Nummer 135 in irgendeinem Bums-Turnier rauszufliegen und gegen Khachanov und so weiter noch auf Augenhöhe zu sein. Und da sehen wir ja, eigentlich kriegt Bernard Tomic kaum irgendwas gebacken. So, also zu 0 Give bringen wir me den Aufschlag your one. durch. Schauen, dass wir im Return-Spiel ähnlich aggressiv sind und auch an die Grundlinien oder an die Außenlinien spielen. Mut zu surfen, Volley bei unserem zweiten Aufschlag können wir mal rausnehmen. Slice brauchen wir, glaube ich, auch erstmal noch nicht. So, und den zweiten Aufschlag natürlich auch aggressiv und vor allem nochmal näher an die Grundlinie. Gehen wir mal näher rein. Auch sehr aggressiv. So, wir wollen kurze Punkte haben. Ja, das war gut gespielt von Bernard Tomic. Da kann man 15 nicht meckern. Love. Durchaus ja ein guter Allrounder, aber auch gehört auch zu dieser dummen australischen Fraktion, die ich überhaupt nicht mag. Der war gut. Also Nick 13 Kyrgios, Love. Bernard Tomic, Kokkinakis. Das ist für mich so eine Dreier-Kombo, die ich überhaupt nicht leiden kann. Bernard Tomic auch eine Karriere, die völlig Love. ins Leere läuft, weil er einfach strunzblöd ist. Ja, aber zu null. Also ordentliches Ding von Bernard Give Tomic. me your two. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da so safe und locker durchkommt. Keine Ahnung, was meine Freundin gerade schaut, aber Enrique Iglesias singt gerade I Can Be Your Hero. Jetzt sind wir aber sehr in der Defensive. Den haut da auch rein. Also 5 Punkte in Folge für Love Bernard rücklehnen. Tomic. Da waren wir vielleicht ein bisschen großkotzig. Ja, der kommt 15 knapp noch unter das Love. Dach. Gehen wir mal ein bisschen aggressiver rein.
Tommy schlägt aber echt gut auf heute. Das muss man ihm lassen. Der ist knapp weg. 30, 15. Zverev und Nadal geben sich's nach wie vor. Die spielen jetzt eine Stunde. Gestern Nadal 3,5 Stunden gespielt, Zverev 3 Stunden. Jetzt heute schon wieder auf dem Platz und zwar relativ früh. Die werden noch richtig Muskelkater haben. Schöner zweiter Aufschlag, gut platziert. Tommy bricht sich's Knick, alter Schwede. 15. Einfach 180 Grad den Kopf gedreht. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch, gehen zum nächsten wichtigen Punkt. Das ist dann leider, das gibt's doch gar nicht. Wieder zwei Breakbälle für Bernard Tomic. Irgendwie haben wir momentan auch kein Glück. Sehr gut. Hatten wir auch viel Zeit, uns Das zum Ball zu stellen. einfach. Ein Breakball bleibt noch für den Australier. Sehr gut. Use. Wie gesagt, Tommy serviert sehr gut, sehr präzise. Auch der war wieder stark. Advantage return. Bälle aus dem Halbfeld. Das sind einfach nicht unsere Stärke. Das sieht man wieder. Der wäre gefährlich geworden. Use. Aber wieder geht's über Einstand. Stresslevel bei Bernard Tomic. Relativ hoch. Alle drei Gehirnzellen kämpfen Advantage gerade service. miteinander. Sehr schön. Starkes Game Ding. Tommy mit dem Ass. Bleiben also drin. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Ne, der war schon zweimal. Gehen wir mal wieder weiter. Und wieder Breakball. Sag mal, immer wenn wir vorspulen, ist der Gegner irgendwie stärker. Kommt mir das nur so vor oder sollten wir nicht mehr vorspulen? Nächster Breakball für Bernard Tomic. Gute Länge bei Tomic, aber da war nicht genügend Schmackes dahinter. Tommy mit der Vorhand Druck gemacht. Also hoch kann er wirklich gut Advantage schlagen. Das macht er ganz, ganz stark. Ich sag's ja, irgendwie, wenn wir draufbleiben, dann Game machen wir die Punkte und wenn wir vorspulen, dann geht's dahin. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Fakt ist, aber. Momentan schaut es echt so aus. Boah, der war ganz knapp seitlich weg. Vielleicht können wir uns jetzt einen Break holen gegen Bernard Tomic. Sehr schön. Wichtig, also 0-15. Jetzt ein Break. Dann den ersten Satz zumachen. Wäre wichtig fürs Selbstvertrauen. Geht über den zweiten Aufschlag. Das war nicht aggressiv genug. Beim Return allerdings. Und da bewegt er sich nicht gut. Er bleibt zu lange rechts stehen, obwohl er genau weiß, dass der Ball darüber kommt. Also 30-15, Bernard Tomic mit Surf and Volley zum Erfolg. Den spielt er locker weg. Keine Frage, der Lob wird wahrscheinlich keine Variante sein. Aber der Rückhandslice könnte gleich nochmal eine Variante werden. Das war nix. So, vier beide. Wir gehen mal weiter durch. 5 zu 4. Und jetzt drei Satzbälle für Tommy Haas. Sehr schön, da hat das Vorspulen mal was gebracht. Das ist irgendwie wie Tricksen. Und er geht noch auf die Linie. Boah, ach komm, Junge. Ist doch nicht dein Ernst. Zweimal genau auf die Linie. Aber der Cross-Court-Winner wäre da echt drin gewesen für Tommy. Yes.
War eigentlich ein richtig starker Aufschlag durch die Mitte. Tommy holt sich den ersten Satz, 2 Punkte mehr gemacht, ein bisschen glücklich. Nur 2 Winner, 8 Unforced Errors. Also wir sind deutlich in der Defensive. Burner Tomic bestimmt das Spiel. Aber wir bleiben mal bei unserer Taktik. Schau mal, wie wir hier in den zweiten Satz reinstarten. Erstmal bleibt da alles in der Reihe. Jetzt gibt es den Breakball für Tommy. Beim Stand von 2-1 aus unserer Sicht. Geht über den zweiten Aufschlag. Och nein! Ach komm, den hatten wir doch schon. Ernsthaft. Das ist doch nicht wahr. Selbst den kriegen wir irgendwie noch rüber und der Überkopf war wirklich nicht optimal gemacht von Tomek. Sehr schön. Endlich mal der Passierball. Aber da war die Chance eigentlich auch wieder da, den Punkt zu machen beim Ballwechsel vorher. Niemals den Rückhandslice machen, wenn er schon am Netz steht. Das ist immer wieder dieselbe Geschichte. Ja, da kein Vorbeikommen. Also muss man dann doch den Lob nochmal ein klein wenig mit reinnehmen, aber Aufschlag bringen wir relativ locker durch, Tomic allerdings auch. Bleibt alles erstmal nach wie vor in der Reihe, 5-4. Jetzt war die Möglichkeit da, das geht sehr in den Tiebreak, sorry. Das wollte ich jetzt gar nicht, dass wir da so schnell durchgehen, aber 2 Satzbälle für Bernard Tomic. Hätte ich natürlich gerne jetzt noch ein bisschen was mitgenommen. Und das ist wahrscheinlich der Satzgewinner. Also Satzausgleich, Tommy Haas verliert den zweiten gegen Bernard Tomic. Das war nicht so optimal, dass wir da jetzt bis zum nächsten wichtigen Punkt, wir sollten vielleicht lieber Aufschlagspiel für Aufschlagspiel durchgehen. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. 1-0 für Tomic. DJ Tomic. So, also wie gesagt, alles in der Reihe nach wie vor. Jetzt ging es über einen Stand, 2 beide. Müssen wir nochmal etwas ändern, wir können ja nochmal aggressiver reingehen. Beide. Ne, also alle bringen jetzt immer ihren Aufschlag relativ safe durch. Und dann schauen wir jetzt mal beim Stand von 4-5. Da hat bis dann keiner groß eine Chance gegen den Aufschlag, was mich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. 6-4, 6-7, 4-5. Wir schlagen gegen den Matchverlust auf. Sehr gut. Kein guter Angriffsball von Tomic. Tomic natürlich eigentlich, aber Australier machen einfach Burner Tomic drauf. Draus, Ass Nummer 5. Also wie gesagt, der Aufschlagarm, der sitzt heute. Puh. Das war glücklich. Also 40-0, 3 Spielbälle zum 5 beide. Und dann schauen wir mal, was wir beim Aufschlag des Australiers so machen können. Ja, so viel zum Aufschlagarm. Schon Stunde 50 gleich gespielt. 40-15. Gut, der war jetzt zu verkraften. Sehr gut. 5 beide. Game Player 1. So, jetzt nochmal ein bisschen aggressiver rein. Auch beim ersten Aufschlag schon. Ja! Das könnte ein ganz wichtiger Punkt gewesen sein, dass der noch auf die Linie fällt. Mit ein bisschen Glück natürlich. Ja, da war nichts zu machen.
Ach, schlägt einfach gut und präzise auf und Tommy bewegt sich nicht gut. So, ist doch nicht dein Ernst. Man kann den schon auch mal halbwegs rüberbringen. Ja. Da hat er wieder den Linienrichter zerschossen. Also der eine Punkt, den ich gerade so abgefeiert habe, dann völlig für die Katze. Für die Katze. Für die Katz. 0:15, jetzt wird's problematisch. Gerade schon, warum bewegt sich Tommy denn gar nicht, aber wenn der Ball natürlich vorm Netz nochmal aufspringt, ist selten eine gute Variante. So könnte nur Stefan Kiesling punkten, glaube ich. Boah, mit viel Kick, aber das macht keinen Sinn gegen so einen großen Spieler. So, die Luft wird dünner. 15:30, 5:6. Wieder die Netzkante. Und der leichte Vorhandfehler. Also zwei Matchbälle für den Australier. Und das war's. Das gibt's doch nicht. Tommy Haas scheidet wieder in der, ja, für ihn ersten Runde aus. Vorher hatten wir ein Freilos, jetzt gegen Bernard Tomic, natürlich die Nummer 2 der Setzliste. Trotzdem dachte ich, wir hätten da Chancen, das zu gewinnen. Das läuft nicht so gut. Zweimal das Aus im ersten Match. Wir schauen mal ganz kurz in den Kalender rein. Eigentlich war die Planung jetzt natürlich so, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen in Memphis. Jetzt würde es dann nach Delray Beach noch rübergehen. Indian Wells würden wir spielen. Dann kommt wie immer Miami als nächstes. Und dann geht es natürlich auch schon rüber in die europäische Sandplatzsaison, wo wir dann auch die Planung mal machen müssten. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch beim Tennis Elbow Manager. Mir macht das gerade, merke ich gerade, nicht so richtig viel Spaß. Weil es einfach diese Gegner, die irgendwo aus dem Nichts kommen, man braucht sehr, sehr lange. Ist ein tolles Spiel, aber es hat so seine Macken. Wir können ja einfach mal schauen, was ihr dazu sagt, ob wie viel Spaß ihr da jetzt noch dran habt. Ich würde jetzt erstmal ein kurzes Päuschen machen und dann schauen wir mal, was wir mit dem Tennis Elbow Manager tatsächlich weitermachen oder ob wir warten, bis dann eben mal eine neuere und bessere Version auch rauskommt, die einem ein besseres Gefühl eben auch gibt, gerade auch für das längere Spielgefühl. Weil wie gesagt, das gegen Zlatkovic, das ging einfach nicht. Nummer 135 der Welt und besser als Roger Federer von der Grundlinie macht für mich irgendwie nicht so richtig viel Sinn und auch nicht so viel Spaß, weil es dann auch Willkür ist, ob man nach oben kommt oder nicht. Naja, gut. Also ich sage Dankeschön fürs Schauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, vielleicht beim nächsten Mal oder eben bei einem anderen Let's Play. Bis dann.